Wir sind zu einem Feuer in einem Zweifamilienhaus gerufen worden. Dort hat es im Obergeschoss gebrannt. Als wir hier angekommen sind, haben wir drei Personen angetroffen, die das Gebäude verlassen hatten. Tatsächlich war in der Küche im Obergeschoss in der Wohnung ein Feuer ausgebrochen, welches wir dann unter schweren Atemschutz löschen konnten. Wie sah das Feuer denn aus, als die Atemschutztruppe da reingegangen ist in die Küche? Also es war schon ein entwickelter Brand. Da hatte irgendetwas in der Küche auf der Arbeitsplatte Feuer gefangen. Die Oberschränke waren am Brennen und das Feuer hatte auch schon auf die Decke des Raumes übergegriffen. Das konnten wir alles ablöschen. Wir haben die Holzverkleidung dort an der Decke entfernt, um zu schauen, dass da nichts in den Dachstuhl gelaufen ist. Und aktuell wird das Gebäude noch belüftet und dann erfolgt gleich noch eine Nachschau. Wie fühlt sich das denn an als Feuer, wenn man in so ein Feuer zu stehen hat? Das ist sicherlich eine, da schießt das Adrenalin natürlich ein, aufregend. Dafür sind die Kameraden aber sehr gut ausgebildet, um das dann auch sicher und ruhig abzuarbeiten. Wie haben Sie das Feuer dann gelöscht? Wie man das so macht, mit Wasser. Natürlich war auch schnell aus, ist am Ende kein sehr großes Feuer gewesen. Aber die Rauchbeaufschlagung hat das ganze Gebäude betroffen. Und die Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar in dem Zustand. Ja, also die Decke in dem betroffenen Raum war mit Holz- oder Kunststoffpaneelen verkleidet. Die haben wir abgenommen, um sicherzustellen, dass nicht darunter der Dachstuhl auch in Brand geraten ist, damit wir heute Abend nicht noch wiederkommen müssen. Ist denn niemand verletzt worden? Ja, alle drei Personen, die wir hier angetroffen haben, vor dem Gebäude hatten Rauchgase eingeatmet und eine dieser drei Personen war auch an der Hand verletzt. Die drei sind jetzt beim Rettungsdienst in Betreuung und werden auch jetzt ins Krankenhaus verbracht. Ist das Ganze glimpflich ausgegangen? Absolut. Wir waren sehr schnell alarmiert worden, glücklicherweise, und auch schnell vor Ort, sodass wir das Feuer noch in der Anfangsphase bekämpfen konnten, bevor das auf die ganze Wohnung oder das ganze Dach übergreifen konnte. Haben die Personen eigene Löschversuche versucht? Das wissen wir nicht ganz genau. Die Verständigung ist nicht so ganz einfach gewesen. Die sind des Deutschen nicht ganz mächtig. Wir würden das aber vermuten, zumindest lassen die Verletzung darauf schließen. Ja, auf jeden Fall die Ruhe bewahren, heißt es ja so schön, auch wenn es schwer fällt. Alle Personen aus der Wohnung holen, selber zügig die Wohnung verlassen, auch nichts mehr einpacken, keine Fenster und Türen schließen, einfach zügig gehen und direkt einen Notruf absetzen. Es ist immer eine gute Idee, schon vorzusorgen, einen Rauchmelder in jedem Raum zu installieren, damit man rechtzeitig gewarnt wird, falls es zu einem Feuer kommt. Es ist angebracht, dass man Feuerlöscher oder Löschdecken bereithält, um kleine Entstehungsbrände, die man selber sicher löschen kann, auch im Entstehungsstadium löschen zu können. Wenn man sich dem nicht mehr in der Lage fühlt, ist es aber auf jeden Fall immer die beste Idee, die Wohnung sofort zu verlassen und einen Notruf abzusetzen.